Hallihallo, meine Lieben, und herzlich willkommen zurück zu Elex. Ja, wir gehen jetzt einfach mal runter in den Schlund und gucken mal, was da ist. Ich habe gespeichert. Analyse, Systemfehler. Was ist das denn? Daten senden. Negativ. Das ist eine Drohne. Crony! Hier hast du dich also versteckt. Hattest du nicht den Befehl, an meiner Seite zu bleiben? Analyse, Absturz, Commander. Überlebenswahrscheinlichkeit 8%. Gut, dass 8%, also dann hast du mich hier. Gut zu wissen, dass wir beides geschafft haben. Immerhin haben sie dich noch nicht auseinandergenommen. Da sich der Plan geändert hat, könnte ich gut Unterstützung gebrauchen. Systemfehler. Technische Störung. Was ist das Problem? Analyse. Waffensystemausfall. Steuerungssystem defekt. Was ist mit deiner Wiederherstellungssequenz? Kannst du den Fehler beheben? Analyse negativ. Befehl unzulässig. Reparatur nicht ausführbar. Ist offenbar etwas komplizierter. Statusbericht über unsere letzten Missionsziele. Primärziel: Lokalisierung und Sicherstellung von Thorald, oberster Anführer der Berserker. Gescheitert. Primärziel: Sicherstellung von Daten zum Umkehrungsprozess reinen Elex in Mana. Gescheitert. Sekundärziel: Edan nach Schwachstellen in der Berserkerabwehr auszukundschaften. Gescheitert. Tja, war ein voller Erfolg, was? Negativ. Warum hast du dich von der Absturzstelle entfernt? Analyse erbrachte geringe Überlebenswahrscheinlichkeit des Commanders. Versuch wurde gestartet, die Missionsziele zu vollenden oder zurück zur Basis zu gelangen. Systemfehler. Dann wirst du auch nicht viel von meiner Exekution mitbekommen haben. Analyse negativ. Exekution sind Standardverfahren der Alps bei gescheiterten Missionen. Versagen wird nicht geduldet. Es schwächt das Kollektiv und ist wieder der Direktive. Ist mir bekannt. Exekutionen enden aber üblicherweise mit dem Tod des Delinquenten. Ja, ich schätze, ich hatte wohl noch einmal Glück. Am besten, ich starte dein Wartungsprotokoll. Dieser Ort ist nicht sicher, also geh jedem aus dem Weg und begib dich zur geschützten Reparaturstation in Nord-Abessa. Commander, Protokoll A73, Reparaturstation Nord-Abessa. Positiv. Jawohl, Sir. Alles klar. Wir sehen uns später in Abessa. Voll süß, das Ding, ja. Jetzt schwirrt er da lang und sieht die Wache denn nicht? Kriegt die Wache gar nicht mit. Aber hier ist doch der Schlund und hier soll doch irgendwie was sein. Anscheinend ist es hier richtig verboten, irgendwas mitzunehmen. Presslufthammer. Abgeschlossen Energie. Aha. Na gut, die Wache sieht uns noch nicht. Ja, die kriegen wahrscheinlich mächtig Ärger, wenn die uns sieht. Sieht auch nicht so aus, als wenn da noch irgendetwas wäre. Fliegen wir mal zurück.
Nein, nein, nein! Oh mein Gott. Oh, ich bin nicht tot. Schaffe ich nicht. Scheiße. Okay, ich muss peu à peu. Immer Stück für Stück. Scheiße, ich krieg das nicht hin. Ich komme da nicht mehr hoch. Vielleicht da hinten? Da komme ich nicht hoch. So, oben bin ich schon mal hier so ein Stück. Dann fliege ich da so rüber und dann da so hoch. Das müsste funktionieren. So, da bin ich wieder. Ich hab zu tun. Okay, dann war das wohl doch nicht der Schlund. Ja, okay. Auf jeden Fall haben wir jetzt schon mal was erledigt. Gucken wir jetzt oben. Ja, nach oben. Oder ist da unten... Da unten war nichts mehr. Es müsste ja dann wirklich oben sein. Ich habe immer noch nicht den Eisenclan. Ich weiß, wo der Rahmen, dann der Hammerclan ist. Glaube ich zumindest. Ach, er hat ja eine schöne Axt. Ein Hammer hat er. Der hat voll den Hammer, ey. Da geht's nach ganz oben. Ich gehe aber jetzt hier lang. Nachts ist natürlich jetzt ein bisschen blöd, weil hier keine Sau ist. Was ist denn hier oben? Genau, Hammerclan, Rabenclan. Brauche ich nur diesen Eisenclan, ne? Mit dem will ich auf jeden Fall auch mal reden. Boah. Wow, wo bin ich denn hier? Oh, hier ist das ganze Elixid, oh mein Gott. Oh mein Gott. Das habe ich gar nicht gesehen. Wow. Was ist denn mit unseren Augenbrauen los? Okay, kriegt keiner mit. Sehr schön. Sieht ja keiner. So, hat keiner gesehen. Wir Diebe. Nein, nein, nein. So, da ist Kaldrim mit dem Mana. Rüstungsschmied. Oh, und wir haben einen Rüstungsschmied hier. Ja, ziemlich blöd, wenn sie keinen hier hätten, aber naja. Ha? Mhm. Da ist nichts vom Wert. Boah, sieht richtig geil aus. Muss ich nicht rein? Nachtwache?
Waffenhändler. Ich glaube, hier war ich noch gar nicht, oder? Ja, mit dem Rüstungsschmied reden. Finger weg von meiner Schmiede. Ich kann es nicht leiden, wenn Leute meine Hämmer durcheinander bringen. Jeden Tag bearbeite ich das Metall, um Waffen und Rüstungen für unsere Leute herzustellen. Wenn mir aber das Werkzeug fehlt, wird es nichts mit der neuen Rüstung. Also ist man gut beraten, mich nicht unnötig von der Arbeit abzuhalten. Welche Vorteile bieten deine Rüstungen? Das will ich dir gerne erklären. Je nachdem, welchen Rang jemand bekleidet, empfiehlt es sich, eine bestimmte Rüstung anzulegen. Als Setzer sieht man sich schließlich mit anderen Herausforderungen konfrontiert als ein Krieger oder gar Erzberserker. Nur ein Beispiel. Bei der Rüstung eines Setzers achte ich darauf, dass die Bewegungsfreiheit bei der Feldarbeit so gut wie nicht eingeschränkt ist. Aber eine Kriegerrüstung muss im Kampf robust sein und größtmöglichen Schaden von ihrem Träger abwenden. Wann kann man eine bessere Rüstung bei dir bekommen? Ich bin nur befugt, Rüstungen auszuhändigen, um die man sich verdient gemacht hat. Einem Setzer ist demnach nicht gestattet, die Rüstung eines Erzberserkers zu tragen. Wenn es also dein Ziel ist, bis zum Erzberserker aufzusteigen, dann tu etwas dafür. Zeig mir, was du mir herstellen kannst. Ich kaufe dir auch etwas ab, wenn du willst. Ich weiß gar nicht, ob ich was habe. Ein Hornschwert, klar. Guck mal, Elixit 1198. Kannst mir nicht leisten. Ne? 600 nur. Ich kann noch nicht mal irgendetwas davon benutzen. Jägerhelm, toll. Jägerrüstung, Werkerrüstung. Oh, die Werkerrüstung, die könnte ich jetzt tragen. Ich warte aber noch. Du bist in Ordnung. Zeig mir deine Ware. Verstanden. Ach ja, guck mal. Die haben Preise, ne? Das ist unglaublich. Ah, oh, die Eisenstange, die kann ich voll ausnutzen, ey. Das ist nicht mehr normal. Preise sind ein bisschen krank. So, wer ist hier? Eisenclan. Denke ich mal, oder? Wer treibt das sich hier? Das höre ich nicht nochmal. Ich hab nichts getan. Ich stehe nur rum. Ach, es ist Nacht, der will nicht mit mir reden. Scheiße. Ich muss irgendwo pennen. Wir gehen da hinten mal erkunden. Ist nichts Interessantes. Was haben wir da oben? Ein Portal. Ich verstehe kein Wort. Oh, toll, ich eine Anleitung und ich darf ihn nicht nehmen, weil es verboten ist. Was hat er sich nur dabei gedacht? Dachte, dass der Rüstungsschmied hat sich schon hingelegt. Hä? Kann ich alles nicht benutzen. Werkbank, Werker. Ach so? Wie soll das alles nur enden? Ich glaube, ich mache auch mal eine Runde Haier. Bis zum nächsten Morgen. Bis zum nächsten Morgen schlafen. Ich muss dann mal wieder. Könnt ihr nicht alle gehen? Ich möchte, würde da gerne was nehmen. Achso, das ist seine Schmiede. Ja, hier was zu nehmen, da wäre ja dann ein bisschen dumm. Ich will die Anleitung haben. Und auch den Besen. Ich will auch den Besen haben.
Kenne ich dich? Nein, kenne ich nicht. So, jetzt gehe ich mit diesen Eisentypen da reden, denn ich glaube, das ist nämlich der, also dieser Anführer des Eisenclans. Hier laufen voll die Viecher rum. Ja. Du bist schon der Dritte, der innerhalb kürzester Zeit unser Tor durchschritten hat. Es hat sich wohl herumgesprochen, dass wir den Alps erfolgreich die Stirn bieten konnten. Hoffentlich gehörst du nicht zu jenen, die Schwierigkeiten haben, sich unserer Lebensweise anzupassen. Ich werde dich deshalb im Auge behalten. Sollte ich dich kennen? Die Entscheidung überlasse ich deinem Verstand. Wenn du mehr Weitsicht besitzt als manch einer hier, dann wirst du die Antwort recht bald kennen. Was ich dir auf jeden Fall mit auf den Weg geben möchte, ist, dass es klug von dir wäre, unser Gesetz zu verinnerlichen. Achtest du meinen Ratschlag, werde ich mich erkenntlich zeigen. Handelst du ihm zuwider, wird es Konsequenzen haben. Wir haben schon genug Leute, die unsere Werte mit Geringschätzung strafen. Dabei ist es allein unserem Gesetz zu verdanken, dass wir bis jetzt überlebt haben. Meine Hingabe für das Gesetz ist mein Dienst an unserer Gemeinschaft. Meine Treue sichert das Wohl aller. Was macht dich so sicher, dass das Gesetz unfehlbar ist? Weil wir es aus gutem Grund beschlossen haben. Vor Jahrzehnten wurde uns offenbart, auf welchen Abgrund die Menschheit zusteuert, wenn wir uns nicht wieder auf unsere Wurzeln besinnen. Wir erkannten, welch faulen Einfluss das Elex und die Technik auf alles Leben haben. Darum ist unser Gesetz der Kern unserer Gemeinschaft. Die Luft, die wir atmen. Also hinterfrage es nicht und verändere es nicht. Dann bekommen wir zwei kein Problem. Was macht die Berserker aus? Wir bedienen uns der Kraft der Natur und lehnen Technik rundheraus ab. Denn die Technik kann uns nichts geben, was wir nicht schon haben. War diese Welt einst eine leere Einöde, bringen wir sie wieder in Form. Um es klar auszudrücken, wir sind die Zukunft der Menschheit. Das glaube ich auch. Wie stehst du zu den anderen Gemeinschaften? Gemeinschaften? Meinst du etwa diese streunenden Hunde der Wüste? Das Pack schimpft sich Outlaws. Und genau das sind sie auch. Gesetzlose Wegelagerer, die nur sich selbst im Sinn haben. Und die Kleriker beten einen Gott an, der nur Tod und Zerstörung bringt. Sie leben auf kargem Fels. Und wir sind alle besser dran, wenn sie dort bleiben. Leider werden in letzter Zeit immer mehr von ihnen außerhalb ihrer Heimat gesichtet. Was stört dich daran? Eine ganze Menge. Das eigentliche Problem liegt darin, dass sie ihre Reihen mit neuen Rekruten aufstocken. Noch sind sie uns an der Zahl unterlegen. Aber wer weiß, wie lange das noch der Fall sein wird. Und wenn mich nicht alles täuscht, ist bereits jemand unter uns, der ihre falsche Lehre verbreitet. Jemand müsste dem Ganzen ein Ende setzen, bevor sich unsere eigenen Leute gegen uns wenden. Erklär mir das Gesetz. Hör gut zu. Erstens, falsche Lehren oder Gerüchte zu verbreiten, steht unter Strafe. Zweitens, die Nutzung von Technik ist verboten. Alles, was an Technik geborgen wird, ist beim Schlund in die Hände der Werker zu übergeben. Drittens, Setzlinge sind heilig. Sie zu zerstören oder sonst zu schädigen, ist strikt untersagt. Viertens, Mana darf nicht vergeudet werden. Die Gewinnung ist schwierig und duldet keine Fehler. Fünftens, freien Menschen ist Schutz zu gewähren. Zu guter Letzt weise ich dich darauf hin, dass nur Berechtigten der Handel erlaubt ist. Wenn du also auf der Suche nach nützlicher Ausrüstung bist, wirst du unsere Händler aufsuchen müssen. Was passiert mit denen, die sich nicht daran halten? Die meisten werden verbannt oder erleiden den Tod.
Wir können uns in dieser Hinsicht keine Schwäche erlauben. Wenn die Saat bereits faul ist, kann nichts Gutes daraus erwachsen. Wegen des Klerikers. Übertrage mir diese Angelegenheit. Du willst mich wohl auf den Arm nehmen. Warum solltest ausgerechnet du das schaffen, woran sich der halbe Eisenclan die Zähne ausgebissen hat? Ich bin nicht so einfältig wie sie. Große Worte. Dann beweise es mir. Du wirst die letzte Spur verfolgen, die wir haben. Alles deutet darauf hin, dass sich die Ratte gut getarnt hat. Aber ich bin mir sicher, dass er seine langen Finger nicht von unserer gesammelten Technik lassen kann. Halte dich gegen Mitternacht am Schlund auf. Mhm. Wenn er uns bestehlen will, dann ist dies der beste Zeitpunkt. Okay. Hast du eine Aufgabe für mich? Wenn du unsere Regeln verinnerlicht hast, gibt es etwas, bei dem du mir helfen kannst. Das habe ich. Gib mir die Aufgabe. Am Schlund wirst du die Hütte des Werkers Jora finden. Dort befindet sich seit kurzem eine defekte Elex-Waffe. Ich will, dass du sie mir bringst. Verstanden. Gut, ich erwarte dich bald zurück. Wenn du sonst noch Fragen hast, sprich mit Jora. Geh nun. Ich hab noch. Sinda schickt mich. Sinda? Geht es um die Nahrungslieferungen aus dem Wald? Was war das denn? Ja, sie sagt, es wird nicht mehr geliefert und lässt fragen, was da los ist. Hat Jora denn nichts gesagt? Verdammt nochmal, den werde ich mir wohl mal zur Brust nehmen müssen. Was hat Jora damit zu tun? Ich habe Jora damit beauftragt, zu Sinda zu gehen und ihr alles zu erklären. Anscheinend hat er sich nicht an meine Anweisungen gehalten. Wie dem auch sei. Um Jora kann ich mich später kümmern. Es werden keine Lieferungen mehr kommen. Meine Leute sind im Wald gestorben. Sie wurden von einem Unhold überrascht. Gemieden werden doch noch Leute überleben. Wir haben ja gar nichts von einem Unhold. Von einem Unhold? Ja. Bis auf die Knochen hat er sie abgenagt und nichts übrig gelassen. Ich denke, dieser Riese. Ich werde nicht noch mehr meiner Männer in den Tod schicken. Sinda wird neue Leute finden müssen, die für sie die Drecksarbeit erledigen. Der Eisenclan wird sich nicht nochmal in Gefahr begeben für ein bisschen Fisch und Fleisch. Sag ihr das. Toll. Das heißt, ihr werdet alle verhungern? Darauf läuft es doch hinaus, oder nicht? Dass sie schlicht und weg verhungern. Ist da jemand? Ja, da sitzen zwei. Da sitzen zwei rum und halten Wache. So sieht das zumindest aus. Ich bin draußen. Ich will nicht draußen sein. Ich will jetzt erstmal zu Duras. Ist mir vorher gar nicht aufgefallen, dieses große Elex da hinten, ey. Seelenkraut. Mhm. So, ich denke, ich muss aber auch mal hier runter. Ich mach erst das hier mit dem Duras. Fertig. Ein Wort zum Mord an Askor. Barin kann es nicht gewesen sein. Askor war sein bester Freund. Ich sehe keinen Grund, warum Barin ihn hätte töten sollen. Tja, das ist eigentlich wahr. Ich habe auch nicht wirklich daran geglaubt, dass Barin jemanden einfach so umbringt. Für sowas ist er viel zu faul. Thorgal hat Angst vor tiefen Wäldern. Unwahrscheinlich, dass er eine Leiche gerade dahin verschleppt haben soll. Das stimmt. Das hätte ich mir auch gleich denken können. Geron ist ein Jäger. Er benutzt einen Bogen. Hätte er Askor ermordet, hätte man die Leiche mit einem Pfeil in der Brust gefunden. Askor wurde aber mit einem Schwert getötet. Richtig. Gut beobachtet.
Irdor ist ziemlich schwach auf der Brust. Er kann ja kaum ein Schwert halten. Du hast verehrt dich. Askor war ein gestandener Kerl. Damit fällt Irdor als Mörder von Askor wohl raus. Rock hat ein wasserdichtes Alibi. Er hat Askor nicht getötet. Dabei hatte ich ihn am meisten in Verdacht. Du hast mit Askor zusammen die Prüfung angetreten? Wir haben zwar zur selben Zeit die Prüfung abgelegt, aber ich habe ihn kaum gesehen. Zu der Zeit hatte ich genug mit meinen eigenen Aufgaben zu tun. Das ist alles Zeitverschwendung. Eure Verdächtigen sind allesamt unschuldig. Das glaube ich nicht. Einer von ihnen muss es gewesen sein. Und wer soll das sein? Jemand, der noch vor ein paar Tagen in Goliath war. Warum? Vertrau mir. Ich bin mir sicher, dass ich recht habe. Barin sagte, er wäre noch vor ein paar Tagen in Goliath gewesen. Aha, siehst du, ich habe es doch gewusst. Dieses miese Schwein. Langsam. Das ist noch kein Beweis. Der Kerl hat was zu verbergen, da bin ich mir sicher. Wo hält er sich am liebsten auf? Ich habe ihn im Wald getroffen, aber er sprach auch von seiner Lieblingsstelle am Aufzug ins verbotene Tal, in der Mitte von Nidan. Da ist es. Da versteckt er seinen Schandfleck. Tang in der Stadt gemacht? So ein Unsinn, das ist doch hoffentlich nicht dein Ernst. Was hat Barin vor ein paar Tagen in der Stadt gemacht? Ich werde es dir erklären, sobald wir den Beweis in der Hand haben. Was soll da sein? Die Mordwaffe? Möglicherweise. Oder noch etwas Schlimmeres. Barins Lieblingsbrücke und dessen Umgebung also. Wir werden sehen, ob an deinem Verdacht etwas dran ist. Ja, aber warte. Egal, was du dort findest, bring es erst zu mir und öffne es nicht, okay? Warum? Vertraust du mir nicht? Ich fürchte, es würde deinen Tod bedeuten. Ja? Tatsächlich. Ich warne dich. Tu, was ich dir sage. Vertraue mir einfach, okay? Warum muss ich denn da jetzt alleine hin? Ich könnte jetzt dein Schwert gebrauchen. Du brauchst einen Waffengefährten? Na gut, ich bin hier gerade wohl entbehrlich. Ich werde allerdings gelegentlich mein Jetpack benutzen. Ich weiß, ich habe ja noch eins, das ich noch nicht zum Schlund gebracht habe. Kannst du denn damit umgehen? Du bist Berserker. Mach dir mal keine Gedanken, ich werde schon klarkommen. Was hast du vor? Das werde ich unterwegs entscheiden. Wir treffen uns bei den Ruinen vor Goliath, wenn wir getrennt werden. Okay, ich bin dabei. Mein Volk hat es immer wieder geschafft, die Alps zurückzudrängen. Nur mit der Kraft eines wahren Kriegers und der Magie. Ja, können wir jetzt mitkommen machen, ne? Wie steht es um deine Kampfkraft? Weiter so. Dann werden wir siegreich sein. Ein wahrer Krieger trägt seine Waffe und seine Rüstung mit Stolz. Er vergöttert mich. Mitkommen. Okay. Dora schließt sich dir an. Auch wie geil ist das denn jetzt bitte? Haha, ich hab's geschafft. Cormac. Cormac. Achso. Der Ärger mit dem Eisenclan ist vorbei. Sehr gut, was hast du getan? Ich habe dafür gesorgt, dass Uran den Hammerclan wieder bewirtet. Ist das so? Dann hoffe ich, dass es in Zukunft ruhiger zugeht. Wenn nicht, dann bekommt Uran meine Faust zu spüren. Gut. Sollte es noch einmal Stress geben, kümmere ich mich persönlich darum. Das Ganze war Angrims Schuld. Angrimsbeteiligung verraten? Mach das. Angrimsbeteiligung nicht verraten. Nee. Mach das. Danke dir, dass du dich um alles gekümmert hast. Hier hast du eine kleine Entschädigung. Ich übernehme ab hier. Dankeschön. Bring mir etwas bei. Ja. Kann ich denn auch schon jetzt noch... ich kann endlich was machen. Mutantenkiller, es gibt Mutanten. Ach, endlich, ey. Aber ich will noch nichts. Ich will noch nichts haben. Ich muss mich. So, jetzt sollte ich mich eigentlich oben nochmal melden. Hier ist ein Portal. Hat das schon einer gesehen, dass da ein Portal ist? So, weil ich wurde ja gesucht, wegen Ärger und so. Halt!
Du hast einen Bewohner unserer Stadt angegriffen. Das können wir nicht dulden. Entweder du bezahlst deine Strafe, oder du wirst mit den Konsequenzen leben müssen. Ich zahle meine Strafe. Sehr gut. Aber pass auf, dass so etwas nie wieder vorkommt. Und jetzt geh mir aus den Augen. Was meine Unterstützung angeht. Okay, was haben wir noch jetzt zu tun? Achso, falsch. Genau, ich wollte ja hier erstmal drücken. Verdammte Technik. Ja, ja, hör auf zu meckern. So, Gerissenheit. Ich kann auf jeden Fall wieder 10 Punkte verteilen. So. Und... Ach, falsch. So. Gefährten, Zahn und Berserker, Askos, aber Licht ins Dunkel. Duras will, dass ich nachsehe, was Barin an seinem Lieblingsort versteckt haben könnte. Blechdose, Wartung, stark beschädigt. Ich habe seinen Wartungsprotokoll gestört, damit er eine Reparatur sollte ihm bezeugt. Um zu sehen, ob er noch als Begleiter taugt. Edan, das Gesetz der Berserker. Mhm. Ein besonderes Stück. Arnik sagte, dass Ragnar eine besondere Trophäe in sein. Ach, das brauchen wir nicht. Nachtwache. Angrim vermutet, dass der Kleriger. Hm, brauchen wir noch nicht. X für die Mannschreiben. Kaldrim benötigt für die Mannschreiben. Hä? Ach, genau. Altlasten. Orni hat einen Outlaw in der Nähe von Goliath ausgemacht. Er denkt, dass dieser etwas im Schilde führt. Ich sollte ihm verbotene Technik, die am Schlund liegt, gehört nicht in fremden Händen. Der Warlord Angrim möchte, dass ich ihm die defekte Elix-Waffe aus der Hütte beim Schlund bringe. Er braucht sie für seine Experimente. Setzerbrot, ja. Puh. Aufbruch zu fernen Ländern. Ragnar will seinen Gegner besser einschätzen. Ja. Dass ja viele Freunde vom Hammerclan in der Taverne nicht mehr bedient werden. Oran wird der Hammerclan wieder bewirten. Ich sollte Eldur davon berichten. Eldur, genau. Die Sorgen. Tatsächlich, genau. Eldur muss ich sowieso. So, ich muss jetzt nach Eldur schauen. Ich könnte ja einfach hier so runterfliegen. Verdammte Technik. Huh, ich habe gar nicht gesehen, wie der hinterhergeflogen ist. Da ist er auch schon. Okay, Leute, ich muss Schluss machen und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.